Lilo, heute mal ein kurzer Zwischenbericht zu Ubuntu 13.10. Eine frühe Alpha-Version, Alpha 2 müsste es sein, und die ist natürlich noch so ein bisschen buggy. Und weil die ein bisschen buggy ist, macht man da natürlich noch die Problemübermittlung, ne? Also wenn da mal ein Fehler auftritt, dann meldet man das natürlich wie im Moment. Gut, wie gesagt, das ist jetzt kein Produktivsystem, wie man so schön sagt, sondern eine frühe Alpha-Version, funktioniert aber prima. Uname. Minus A. Wir haben hier einen Kernel 3.10.06 Generic. Ich habe die 32-Bit-Version installiert hier auf meinem Lenovo. Funktioniert prima, wie gesagt. LSB Release minus A. Das ist Ubuntu Saucy Salamander Development Branch, ne? Entwicklungsversion. Gut, da geht schon der Firefox auf. Weil ich ja meinen Problembericht berichten soll, will ich gar nicht berichten, aber wo er schon mal auf ist. Hilfe, über Firefox haben wir die Version 23 drin. Gut, in dieser Vorabversion von der neuen Ubuntu-Version ist natürlich immer die aktuellste Version der entsprechenden Software. Gucken wir mal zum Beispiel Nautilus. Was hat sich da geändert? Da haben wir Dateien, Info, ne? Im Prinzip heißt Datei nichts anderes als Files, und Files ist Nautilus. Nautilus, wir können natürlich auch eine Muschel nehmen, wie früher als Symbol. Da heißt der Desktop jetzt wunderschön Schreibtisch. Warum man mal Arbeitsplatz sagt, mal Desktop oder jetzt Schreibtisch, ist mir nicht ganz klar. Finde ich eigentlich nicht so pfiffig, weil dann teilweise die Dateipfade nicht mehr passen. Ne? Weil dann die Dateipfade, ne? Also das taucht genauso auch dann hier auf. Ne? Finde ich dann nicht so gut. Ne? Ich habe vielleicht mal ein Video gemacht, da steht noch Arbeitsplatz im Video, und jetzt heißt Schreibtisch, finde ich nicht so toll. Wie ich gesehen habe, mit Server verbinden kriegt man jetzt hier rüber auch, sonst musste man immer darüber gehen. Mit Server verbinden finde ich ganz praktisch. Ne? Kann man dann direkt da drauf klicken. Ansonsten sehe ich da jetzt keine wahnsinnigen Unterschiede bei den Files. Gut, sehr schön. Als nächstes ist mir aufgefallen, hier oben bei dem Lautsprechersymbol ist der Rhythmbox nicht mehr automatisch drin. Finde ich gut, weil es hat mich immer so ein bisschen genervt, ne, dass der Rhythmbox Media Player da oben immer so aufgetaucht ist, obwohl ich vielleicht einen ganz anderen benutzen wollte. Ein bisschen buggy waren hier die Systemeinstellungen, im Moment noch, ne? Oder über diesen Rechner. Da kommt etwas anderes, als wenn ich auf dieses Symbol klicke. Deshalb nehme ich jetzt mal nur dieses. Da funktioniert's nämlich. Gut, das Privatsphäre-Symbol heißt jetzt Sicherheit und Datenschutz. Naja, wie auch immer. Und es sieht ein bisschen anders aus, ne? Das sieht so ein bisschen anders aus, ne? Da war eine Suche bei der Suche im Dash. Das war vorher ganz vorne. Diagnose hat sich so ein bisschen geändert. Fehlerberichte, ne? Diese Apports. Senden, was ich ganz am Anfang gemacht habe. Sende gelegentlich Systeminformationen an Canonical. Das war früher, glaube ich, im Software Center bzw. den Paketquellen konnte man das einstellen. Habe ich immer ganz gerne angeklickt, damit Canonical immer wusste, was ich so an Programm benutze. Ne? Und hier kann man die Nutzung von Dateien und Anwendungen aufzeichnen, kann man abschalten. Das nervt nämlich gegebenenfalls, zum Beispiel bei der Suche. Gut, ansonsten hier keine großen Änderungen zu entdecken, Software und Aktualisierung. Zusätzliche Treiber haben wir da nach verfügbaren Treibern mitgesucht. Das passiert jetzt erst. Ne? Hinten schließt sich das Ding, vielleicht so ein bisschen buggy. Xorg Server, ne? Ist hier in Benutzung, also keine proprietären. Hier sehe ich auch noch nichts mit MIR, ne, MIR, was später mal den Display-Treiber ersetzen soll, sehe ich jetzt hier nicht so wirklich. Ist ja auch eine frühe Version. Andere Software, Aktualisierung, Authentifizierung, wunderbar. Gut, Software Center, Vorteil so einer Alpha-Version ist eigentlich immer der, da kommt hier keine Werbung, ne? Da kommt hier keine Werbung, sehr schön. Deshalb mache ich diese Alpha-Version ganz gerne. Warum man das nicht so lässt, ne? Und anstelle dessen immer so
Spam einblendet. Ne? Spam, apropos Spam, was mit Steam? Ja, für die Spiele, Freaks. Ich verstehe gar nicht, warum da nicht sofort die Steam Engine kommt. Weiß ich nicht. Könnte man auch schöner lösen. Gut, was ist mir aufgefallen? Das hier sieht ein bisschen anders aus. Ne? Ich mache das jetzt mal groß, da gibt es ja diesen kleinen Knopf, größer. Suchergebnisse filtern. Da ist so ein bisschen was dazugekommen. Ne? Da ist so einiges dazugekommen. Gehen wir mal auf die Anwendung. Ne? Ich habe vorhin meinen dconf-Editor installiert. Ich könnte jetzt noch mal was machen. Einen Test. Kann man auch wieder die Suchergebnisse filtern. Ne? Und das wäre dann die Privatsphäre, wenn man das nicht möchte, dass der ganze Kappes hier erscheint. Ne? Das sieht hier so ein bisschen anders aus. Ne? Hier Search, Files und Folders, Suchergebnisse filtern kann man da einstellen oder Videos suchen. Da kommt dann natürlich alle möglichen Krempel. Was mir aufgefallen ist, hier stand so vorher immer rechtlicher Hinweis. Hier unten ist jetzt natürlich nicht mehr. Das finde ich ganz nett. Den gibt's vielleicht dann später doch nochmal in der deutschen Version. Vielleicht haben sie es jetzt nur ausgeblendet. Ne? Rechtlicher Hinweis ist dieser da. Ne? Der steht da nämlich trotzdem noch. Und da geht's dann halt um Zeitgeist. Also im Prinzip genommen um dieses Symbolchen, ne? Dass da so einiges einfach so eingeblendet wird, obwohl ihr das vielleicht gar nicht wolltet. Ne? Test. Da kommt alles mögliche. Test kommt zur Doku. Und More Suggestion kommt allen möglichen Kram. Und das will man vielleicht gar nicht. Gut, kann man damit dann abschalten, wie gehabt. Ubuntu One ist so geblieben, wie es ist. Habe ich keine großen Änderungen gesehen. Wie gesagt, ist Ubuntu 13.10. Vorgabeprogramme Firefox Webbrowser, Thunderbird, Gedit, Risenbox immer noch, obwohl es da oben nicht mehr drin ist. Videos als Videobetrachter und Fotos als Fotobetrachter. Sehr schön. Gut, was machen wir als nächstes? Gehen wir nochmal kurz aufs Terminal. Wie gesagt, Saucy Salamander. Dann habe ich geprüft, ich bin ja hier auf meinem Lenovo und der hat einen Multitouch. Jetzt nehme ich mal meine drei Finger, das seht ihr zwar nicht, und touch mal auf das Ding. Geht also immer noch wunderbar, das Verschieben und das Zerren an den Ecken. Und ich meine auch, dass insgesamt das ganze System, jetzt mache ich das jetzt mal mit der Maus, dass es relativ fix läuft. Finde ich prima. Gut, wie gesagt, eine frühe Vorabversion. Ansonsten seht ihr nicht viele Unterschiede bei dem Ding. Systemmonitor mal. Monitor? Systemüberwachung? Was haben wir da? Haben wir Ressourcen? Sehen wir hier Dateisysteme? Sehen wir hier. Was mir eigentlich immer so ein bisschen mittlerweile fehlt, ist das erste Bildchen, ne, wo man dann sonst immer gesehen hat, welche Version. Gut, aber funktioniert prima. Ihr seht, Rekord, mein Desktop läuft. Funktioniert, ich habe keine Probleme. Dann haben wir rechte Maustaste, der Hintergrund des Schreibtisches ändern. Ja gut, warum man eigentlich immer Arbeitsfläche heißt. Ist egal, die Hintergrundbilder sind jetzt im Moment noch die von Ubuntu 13.04. Die werden erst ganz zum Schluss geändert. Verhalten, starte automatisch ausblenden damit. Da hat sich nicht viel getan. Ambience, Radiance und High Contrast ist noch so geblieben. Gut, Anzeigegeräte, wie gesagt, hier mein Lenovo Multitouch wird so angezeigt. Helligkeit und Sperren sieht so aus. Alles noch wie gehabt. Gut, wie gesagt, da tut sich jetzt so einiges unter der Haube. LibreOffice haben wir, glaube ich, die 4er-Version drin. Ich meine, die wäre aber im Ubuntu 13.10 auch Hilfe. Info 4.0.2.2, da sehe ich jetzt keinen größeren Unterschied. Ubuntu One ist, glaube ich, auch erstmal so rein optisch geblieben, wie es so war. Dann hatte ich mal den dconf-Editor. dconf-Editor. Und mal geguckt, ob es vielleicht neue Einträge gibt. Ich weiß nicht, ob die alle so sind. Ne? Da gibt es Compass und Profiles und Unity und Plugins. Da kann man das Animations-Plugin direkt hier mit dem dconf-Editor einstellen. Core. Welche Plugins von
Compis aktiviert sind, Unity, Shell und so weiter, Default, Plugins und so weiter und so fort. Gut, komm, Canonical Desktop Interface. Hier kann man den Scrollbar-Mode übrigens auf Normal stellen, finde ich schöner. Seht ihr dann, wenn wir mal hier so ein bisschen anders scrollen, hat man nicht mehr diese komischen Scrollbalken mit den Pfeilen, sondern wieder die normalen. Gefällt mir persönlich besser. Friends, das ist quasi, ja, soziale Netzwerke, der Indikator hier oben, App-Menü, Head-Up-Display, Search, Bluetooth, Date und Time kann man auch so alles anschalten. Immer noch ist der Risenbox der voreingestellte Medienplayer. Sehe ich aber jetzt so nicht, aber installiert wieder wohl sein. Unity Dash. Hier sind die Linsen, die Scopes. Aufgelistet die Devices, der Launcher. Linsen. Web Apps. Ne? Und da ist immer noch was mit pre-autorisierte Domains. Amazon, 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 Amazon. Haben wir immer noch, ne? Ich denke dann, dass in der finalen Version auch wieder das Amazon-Logo da sein wird. Und das Software Center dann immer noch mit Werbung glänzen wird. Gut. Web Credentials, Capture, Don't Ask Domains, GeoIP, Update Notifier. Ne, da geht's um die IP, quasi wie ist meine IP.de, nur von Canonical. Gut. Das ist so, was mir jetzt so auf die Schnelle aufgefallen ist. Gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.